Wir gehen gleich rüber zu Achim Unser. Der steht nämlich vor dem Bundeskanzleramt. Achim, das wird ja lustig, wenn Donald Trump dann mit dieser Masche durchkommen sollte und die Kanzlerin muss ihre Glückwünsche formulieren. Da würde man gern mal Mäuschen sein. Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, es ging allen hochrangigen Politikern hier in Deutschland so, dass sie natürlich vor dieser Wahl nicht gesagt haben, ja, ich bin für den oder ich bin für den anderen. Da bleibt man ja doch neutral. Aber es gab natürlich doch den geheimen Wunsch und dann heute dann eben auch wieder lange Gesichter, als es eben doch nicht so klar war, dass eben jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Und bei mir ist jetzt Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Herr Röttgen, die Demoskopen in den USA, sie lagen anscheinend wieder schwer daneben. Und jetzt gehe ich eigentlich mal davon aus, dass die nicht schlechter sind als unsere Demoskopen. Kann es also sein, dass die US-Bürger dann doch bei der Frage, wen werden sie wählen, nicht die Wahrheit sagen? Also, dass man sich ein bisschen schämt, auch Trump zu wählen. Ja, warum? Also das genau schon wieder lagen die Demoskopen total daneben. Sie haben nicht erfasst, was in der Bevölkerung stattfindet. Entweder ist das eine so hohe Beweglichkeit und auch Unsicherheit in der Bevölkerung, dass die Demoskopen es nicht erfassen, oder die Bürger offenbaren sich nicht mit ihrer wirklichen Meinung. Jedenfalls ist das Ergebnis, dass die Demoskopen nicht in der Lage sind, vorher zu erfassen, was los ist. Jetzt hat heute Morgen eine Historikerin gesagt, bei aller Kritik an Donald Trump, sie erinnert eher an einen Präsidenten aus dem 19. Jahrhundert, also an die US, einen Typus des US-Präsidenten aus dem 19. Jahrhundert, also sehr lange her, also sozusagen Rollback. Die Amerikaner wünschen sich wieder den starken Typ, der Starke hat das Sagen. Müssen wir uns eigentlich langfristig darauf einstellen, dass die USA eben doch eher Richtung Unilateralismus gehen, also der Stärkste hat das Sagen? Ja, es gab ja immer diese Wellen in der amerikanischen Geschichte, auch in der amerikanischen Außenpolitik, zwischen Rückzug und Engagement und auch dem Interventionismus, einem humanitären Interventionismus, dann wieder, wir überlassen die Welt sich selbst und konzentrieren uns auf uns. Es könnte aber auch sein, dass das vielleicht gar nicht so die Frage ist, die diese Wahlen entscheiden. Ich weiß es auch nicht, was es im Einzelnen ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben doch einzelne Wählergruppen gibt, die ganz unterschiedliche einzelne Themen haben, Einzelthemen, die wahnsinnig wichtig sind. Für zig Millionen von evangelikalen Christen ist zum Beispiel die Abtreibungsfrage das Thema. Und Trump ernennt konservative Richter, die für ein strengeres Abtreibungsrecht stehen. Das ist deren Thema. Andere sagen, der Staat soll sich zurückziehen, niedrige Steuern oder dass ich Waffen tragen kann. Ich glaube, dass diese Zusammensetzung von ganz fragmentierten Einzelgruppen mit jeweils individuell ganz wichtigen Themen jenseits von Außenpolitik und Pandemie und sonst was sehr wahlentscheidend sind. Das könnte jedenfalls sein. Jetzt hat sich Donald Trump heute Morgen oder in der Nacht hingestellt und hat gesagt, ja, wir müssen eigentlich gar nicht mehr diese Briefwahlstimmen auszählen, weil da könnte es zu Betrug kommen und so weiter. Glauben Sie, er kommt damit tatsächlich durch? Nein, er kommt damit nicht durch, denn die Verfassungsinstitutionen in den USA funktionieren. Und in den USA wird ausgezählt, weil das der Sinn einer Wahl ist. Und Donald Trump benimmt sich wie immer. Er zeigt keinen Respekt, auch nicht vor den Grundregeln der Demokratie und der Verfassung. Er möchte Sieger sein, bevor die Stimmen ausgezählt worden sind. Damit wird er nicht durchkommen. Das ist Teil der Stimmungsmache und des Versuches, zunächst in dem ersten Akt des Kampfes, den wir jetzt über Wochen sehen werden, die öffentliche Meinung und Deutungshoheit zu gewinnen. Dann kommen politische, exekutive, gerichtliche Auseinandersetzungen auf uns zu, auf die Amerikaner zu. Aber am Ende hat das Supreme Court das Sagen. Und das hat er so, sage ich mal, gestärkt mit konservativen Richtern. Also 6 Konservative gegenüber 3 Liberalen. Und er hat ja auch schon mehr oder weniger angedeutet, all jene konservativen Richter, die er berufen hat, die haben auch eine Bringschuld ihm gegenüber. Also das sagt das ganz offen. Glauben Sie nicht, dass eventuell diese Richter dann auch einknicken werden vor ihm? Das ist ein weiterer Akt seiner Geringschätzung der Unabhängigkeit und Nichtachtung der Unabhängigkeit des höchsten Gerichts, des Supreme Court. Ja, da gibt es jetzt eine Mehrheit von konservativen Richtern. Trotzdem glaube ich nicht, dass diese Richter, auch diese Richter, sind genauso Richter, die ihre Unabhängigkeit verteidigen werden. Und das sind keine, die Verfassung willentlich sehenden, Auges brechende Verfassungsrichter. Ich vertraue auf die Institutionen, auch auf den Supreme Court. Ich glaube, wir haben Grund dazu.
Gehen wir mal zurück. George W. Bush, der war auch relativ hart im Umgang mit Deutschland in seiner zweiten Amtszeit dann nicht mehr so. Da war er milder, muss man allerdings dazu sagen. Da hat sich auch die Kanzlerschaft geändert, von Schröder zu Merkel. Glauben Sie, dass Trump, wenn er denn Präsident bleibt, in der zweiten Amtszeit gegenüber Deutschland milder ist? Ich, wenn er wiedergewählt würde, rechne ich mit einem entfesselten Donald Trump, der ja jetzt nicht mehr wiedergewählt werden kann und muss und damit sozusagen die letzte Schranke gefallen ist. Und er wird dann nur noch Trump sein. Das, was seine Persönlichkeit ausmacht, das war schon immer im Zentrum. Geltungssucht, Vergeltungssucht. Wir werden dann eine Steigerung all dessen erleben, was wir 4 Jahre erlebt haben. Düstere Aussichten, die uns Norbert Röttgen da schildert. Also falls Donald Trump tatsächlich noch mal Präsident wird oder es bleibt, dann rechnet er mit einem entfesselten Trump und eben nicht mit einer möglichen Lame Duck, so nennt man auf die Präsidenten ihrer zweiten Amtszeit. Also da könnte man uns dann auf einiges gefasst machen.